Ich rufe zunächst auf die Frage Nummer 4 des Abgeordneten Stefan Brandner betreffend Geschwindigkeitsdelikte und Ordnungswidrigkeiten ausländischer Kfz-Halter auf Bundesautobahnen und Straßen. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. So, jetzt vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Brandner, die Überwachung und Ahndung von Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften obliegt nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes den Ländern. Das bedeutet, dass die zuständigen Behörden der Länder in eigener Verantwortung darüber entscheiden, ob, wo, wie oft und mit welchem erforderlichen Einsatz von Personal oder technischen Hilfsmitteln sie Überwachungsmaßnahmen durchführen. Den Ländern obliegt insoweit auch keine Berichtspflicht gegenüber dem Bund. Belastbare Fallzahlen zu Ordnungswidrigkeitenverfahren im Straßenverkehr liegen der Bundesregierung daher nicht vor. Herzlichen Dank. Ich vermute eine Zusatzfrage des Kollegen Brandner. Nur eine kurze. Ich habe nach der Kenntnis der Bundesregierung gefragt. Und es gibt ja auch Politikbereiche, die nicht in den Aufgabenbereich der Bundesregierung fallen, wozu die Bundesregierung dann Auskunft geben kann. Warum ist die Bundesregierung hier nicht in der Lage, überhaupt Auskunft zu geben, beispielsweise bei den Ländern nachzufragen, wie es sich verhält? Ich habe Ihnen die Gründe genannt. Die Zuständigkeit liegt bei den Ländern. Uns liegen insoweit, als auch keine Berichtspflichten der Länder dem Bund gegenüber gibt, hierzu keine Erkenntnisse vor, weshalb ich Ihre Frage so konkret leider nicht beantworten kann. Es gibt keine weitere Zusatzfrage zu diesem Punkt. Dann rufe ich hier auf die Frage Nummer 5 des Abgeordneten Stefan Kühn, Bündnis 90 Die Grünen.